Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Goose Goose Duck. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und vergesst nicht die Kanäle der anderen zu besuchen, die sind in der Beschreibung verlinkt. Witcher! Warte mal. Welche Map haben wir? Die Testmap. Habe ich noch nie gespielt. Wisst ihr was? Ich versuche jetzt einfach die ganze Zeit alleine zu sein und mache nebenbei Tasks, weil ich damit Craftables auch noch kriegen kann. Ah, von der anderen Seite. Engine wird aktiviert. Kann man der blaue Pfeil kommen? Blauer Pfeil, komm, komm. Ich muss nur zwei Leichen futtern, Leute. Die ähneln der einen Map aber schon sehr stark. Die heutigen Witcher-Runden waren bei mir nicht so toll. Ja, da ist eine Leiche. Muss schnell dahin. Nein! Hallo. Okay, ich dachte, ich wäre dort schon. Ich habe schon gewonnen. Ich dachte, ich will bloß verstehen. Sven, erzähl. Mr. Mute. Ja. Was soll ich erzählen? Ach, Leute, da haben wir professionell. Weil ich habe mich nichts gesehen. Ja? Wild, wild. Die Reaktion. Bist du dir sicher? Ja. Ich bin am Handy kurz gewesen, weil nichts los war, ne? Und auf einmal nur so frisch und ja. Das muss ich auch jetzt mal, wenn wir professionell. Ich hab zwei Aufgaben gemacht. Ach nee, passt dann. Okay. Ich habe einmal so einen Steck reingesteckt. Damit irgendwie Funkgerät oder sowas funktioniert und dann habe ich einmal diese Wellen da, diese Kommunikationswellen da hier richtig gemacht. Achso, hast nicht die Welle im Stadion gemacht, so diese. Ui. Nee, die habe ich nicht gemacht. Okay. Die mache ich erst gleich. Okay. Oh, wenn du eine Dodo-Runde gewinnst oder genau. Falcon-Runde. Genau. Okay. Also okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall mit Professional zu tun. Okay. Ja, und wo ist die Leiche? Ja, antwort mal den Professional, wenn es ein Professional ist. Ja, ist er trotzdem. Also der weiß ja, wo er reportet. Der weiß ja, wo er war ungefähr. Mehr. Was unten, was oben. Da bei dieser Taste, mehr so mittig, da wo die Aufgabe war mit diesen Dings, da bin ich hochgelaufen nach links. Ich wurde die Taste mit den Dingen Bescheid. Wie spielen Sie diese Map doch zum ersten Mal? Dann hochgelaufen nach links, ja klar. Einfach wirst du gleich folgen, okay? Einfach gleich folgen, ich zeige dir das. Sven, ich glaube, ja, aber ich finde die Beschreibung nur nice. Das war eine top präzise Angabe, würde ich sagen. Ich glaube, Sven ist mal wieder hart unterwegs. Nein. Da kannst du nichts mehr. Alles gut, Sven. Wir können damit reden, dass aber so eine unsichtbare Leiche liegt. Da kann doch keiner mit rechnen. Ja, alles gut, Sven. Die Leiche kann nicht unsichtbar sein. Sven ist schon wild unterwegs. Mann, das ist so falsch. Das ist so scheiße, ganz ehrlich. Ich bin einmal so ein Leiche, wo ich gar kein Lächeln mehr. Ja, komm, ich geh gleich nach Hause. So, ich musste gehen. Irgendwie sind die heutigen Runden eher so ein bisschen mau. Ich glaube eher, dass Sven hier einen Kill gemacht hat und dann irgendwann einfach selbst reportet hat. Ja, schieß durch. Ich mach Task. You give me all them all. Ich mach hier das Ding fertig. Ich warte nur auf den blauen Wall, der hoffentlich nicht ich sein werde. So, hier ist noch eine Task. Signal senden. Muss hier was scannen. Ich habe das Gefühl immer, dass das Scannen so ein bisschen buggy ist. So, kann ich jetzt nicht die Leichen futtern? Bin ich dazu verdammt? Ne, ich kann sie essen. Ich habe übrigens eh nur Fake Tasks. So, mein Signal müsste fertig sein.
Obwohl, ist eh egal. In diesen Task kriege ich eh nichts. Danke, Dave. Danke. So viel zum Professional. Nein! Lecker, lecker, lecker! Es war wieder so, Dani, du warst ja schon wieder Falcon und ich war Canadian. Es war so lecker. Wen habe ich alles gegessen? Kann man die... Du hast mich wahrscheinlich als letztes gefressen. Ich glaube, dem Bullshit ist egal, ob es ein Professional gibt. Okay, er kann einfach drücken. Aber du siehst ihn halt nicht wahrscheinlich, oder? Doch, ich habe die Leichen gesehen. Aber okay. Ganz ehrlich, wie hoch ist meine Falcon-Wahrscheinlichkeit? Dave ging wahrscheinlich auch davon aus, dass ich die Leiche nicht sehe. Ich bin ein Canadian. Was ist das denn? Dave, du gingst wahrscheinlich wirklich davon aus, dass ich die Leiche wahrscheinlich nicht sehen kann, ne? Vor allem, ich war jetzt ungelogen. Ich wusste nicht mal, dass es einen Waldstein gab. Ich habe erst die Leiche da oben bei den Betten gefressen und dann unten. Ich glaube, ich habe erst Anima gefressen. Nein, du hast erst Yannick gefressen. Nee, du hast mich als letztes gefressen, weil ich wurde noch von ihm vorher getötet. Im Übrigen, deine Maske steckt dir schwer im Hals. Jetzt bin ich Mechaniker. Ob ich wieder so eine geile Mechanikerrunde hinkriege wie beim letzten Mal, wo ich einfach nur in den Vents gammel? Ah, schade, ich hab nicht die Cams. Aber ich bin Mechaniker, ich kann wenden. Nice. Irgendwer zeigen, dass er die Security-Kameras hat? Es gibt immer einen in der Runde, der sie hat. Anima? Willst du mir zeigen? Nein, er will nicht zeigen. Dann gucke ich mal in die Vents. Ob ich was sehe? Da ist ein Akaya, der auf den Button drückt. Okay, ist ziemlich zeitnah passiert. Das stimmt, den habe ich gerade noch gesehen bei Engines. Wo war er? Die Leiche? Er hat auf den Button gehauen. Ach ja, hast du ja nicht gesehen, ja. Hast ja Button gedrückt. Das heißt, du hast also seine Leiche also bei da. Bei mir ist er auf jeden Fall noch vorbei. Nee, ich habe Shinings Leiche gesucht, weil Sven und Shining zusammengelaufen sind. Da habe ich gedacht, okay, Sven kommt entgegen, wo Shinings Leiche. Nee, mich konntest du nicht finden. Ja. Ich war auch also Mechaniker. Ich bin gerade Electric. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, mich konntet ihr nicht finden, weil ich am Arsch der Welt gegammelt habe. Ja, agreed. Er kam bei mir direkt vor der Nase aus dem Wind. Okay. Ich gebe ein. Akaya will mich tot haben. Wer denkt das, Leute? Er will mich gerade auch mal tot haben, weil der Ex noch mal erwähnt, dass ich aus dem Bett kam. Okidoki. Warum sollte ich das nicht erwähnen, wenn du es direkt vor meiner Nase machst? Also, ich weiß, was du bist und du weißt, was ich bin. Ja, also können wir theoretisch... Nebenbei will einer die Security-Kamera safen. Es gibt immer nur einen in der Runde, der sie hat, ne? Aha, da will jemand meine Rolle wissen, ne? Okay. Ja, Yannick? Das ist Canadian. Ja, stimmt sogar. Okay. Bestimmt. Als Mechaniker, ich gammel immer in den scheiß Vents. So, ich mach jetzt mal das Kissen. Ich muss es verprügeln. Es war böse. Es hat böse Geschichten im Netz getwittert. Was habe ich gerade erzählt? Manchmal kommt mir nur so ein Scheiß in den Sinn. Ah, ein bisschen davon. Ich will was über die Vents sehen. Ich will was sehen. Ich will zurück in den Wind. Die Leiche ist direkt vor Licht gestorben. Direkt. Die ist vor allem direkt bei uns in der Nähe gestorben, Akaya. Muss ich ein bisschen mehr Infos droppen? Nö.
Kann ich nicht. Ich kann nur sagen, dass sie direkt kurz vor Licht gestorben ist. Wo seid ihr denn alle? Dave, du bist mir im Dunkeln entgegengelaufen. Ich bin beim Schalter gewesen. Hier von dem Meeting. Ich war da kurz vorher aus dem Bett gehüpft. Ich habe da jetzt gerade meine Task-Links gemacht. Und ich bin direkt überweg. Also, wenn der Kill wirklich knapp war, wo hier Licht passiert ist und der am Licht lag, dann müssten Dave und ich uns gegenseitig eigentlich saven können. Er war wirklich zwei Sekunden, bevor das Licht ausging. Er liegt ganz, die Leiche liegt ganz rechts. Weil wir waren beide zusammen da hinten beim Button. Also Anima, gerade sehr verdächtig, ja? Ich war bei Security. Na, hätte ich jetzt auch behauptet. Ich weiß, dass er da irgendwo in der Nähe war. Entweder habe ich die Kill-Animation nicht gesehen. Zwei Sekunden. Entweder habe ich die Kill-Animation von Akai nicht gesehen oder er ist für den Kill auf jeden Fall raus. Eins von beiden. Ich weiß, dass Dave unschuldig ist und er müsste eigentlich mich als unschuldig für diesen Kill betiteln können. Weil wir waren beim Button. Na dann. Wie gesagt, klar, oder? Zwei Sekunden vorm Licht war der direkt, der Kill. Ja. Yannick war auch die ganze Zeit bei Akai und mir und Akai und ich sind im Prinzip zusammen ziemlich gelaufen. Schau, Anima? Yep. Warum haben wir ihn jetzt gewotet? Keine Ahnung. Weil er der einzige ohne Alibi ist für den Kill? Viel Spaß beim Sterben. Ich will ein Event! Akai oder Pal? Ich lauf mit Dave, weil mit ihm weiß ich, dass ich safe bin. Tschüss! Das war meine Vermeidungstaktik. Hör auf, in meinen Wind zu furzen! Nur weil du weißt, dass ich da unten bin! Hat Dave den Kill gemacht? Das war wild. Ah, da war vor allem ein wilder Kill, Dave. Genau. Ich hab dich am Rand noch gesehen. Ja, okay. Was ist dann wohl auch ich hab den Namen schon gesehen. Was ist, wenn ich dir sage, einfach, dass ich unten im Storage bin? Kann gar nicht sein, weil ich da gerade bin. Aha. Und so schmeißt man seinen Alibi. Ich hab original. Ich sehe die Leiche, ich drücke auf R und sehe noch rechts im Bildschirm einen weglaufen. Und ich glaube, es war Dave. Naja, ja, und er behauptet gerade, ich bin gerade im Storage. Ja, da kann ich ja nicht überprüfen. Ich bin ja bei dem Cargo Bay, Mann. Da war ich gerade die ganze Zeit drin, da kann es nicht sein. Du ja, genau! Du bist es, Dave. Ja, komm. Ich war halt wirklich die ganze Runde über. Hallo, du warst in der Nähe der Leiche, was soll denn denn? Pal, ich war die ganze Zeit unten. Musstest du unbedingt die ganze Zeit in meinem Band furzen, es hat gestunken da unten dank dir. Sorry. GG. Meine Nase tut weh. Nee, ich hatte eigentlich gehofft, dass du. Ja, ich hatte halt gehofft, du wärst der Killer und kommst aus dem Band raus und killst mich eben, dann safe. Nein, ich war Mechaniker. Hat doch Akaya schon bestätigt. Ja, heißt ja, was heißt bestätigt? Ich hab gerade gesagt, dass aus dem Wend kam bei mir. Killer können wenden, das ist halt, ne? Und ich war halt wirklich unten im Cargo Bay. Das war schlechtes Timing, würde ich sagen. Jeden Ort genannt und hast keinen Defight. Das war genau die Ort, die du genannt hast. Das war unlucky. Ja, das war's mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen. Tschüss.